Hallo zu unserem Esport Special. Nachdem diesen Monat neben NHL 11, Madden 11 und NBA Jam auch NBA 2K11 in der Redaktion eingetrudelt ist, wollen wir euch einen kleinen Überblick über die versammelte US-Sportelite geben. Und los geht's auch gleich mit der Basketball-Simulation aus dem Hause 2K Sports. Es war ein heißer Sommer für die Manager der 30 NBA-Teams, denn selten zuvor gab es so viele Free Agents, also vertragslose Spieler wie dieses Jahr auf dem Markt. Als Sieger der Vertragslotterie gingen schlussendlich die Miami Heat hervor. Die konnten sich zu Superstar Dwayne Wade, auch noch die Dienste von Chris Bosh und dem vermeintlich besten Spieler der Liga, LeBron James, sichern. In NBA 2K11 habt ihr nun die Möglichkeit, das neue Dream Team, welches ihr hier gerade gegen die Lakers seht, zur Meisterschaft zu führen. Aber King James spielt ganz klar nur die zweite Geige, denn der Star von NBA 2K11 ist ein anderer. Und hier kommt er auch schon, his Ernest persönlich Michael Jordan. Jedoch ruhen sich die Entwickler nicht auf der Lizenz aus, sondern haben sie mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. So habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, 8 legendäre Chicago Bulls Teams zu wählen. Wählt ihr das 86er Team, seht ihr einen jungen Michael Jordan. Nehmt ihr ein späteres, ist der Superstar gealtert. Das Highlight sind jedoch die Jordan-Herausforderungen. Hier kann man die 10 größten Spiele seiner Karriere nachspielen, muss dabei etwa eine gewisse Anzahl an Punkten erreichen oder darf seinen Gegenspieler nicht über 25 Punkte kommen lassen. Aber auch die größte Lizenz taugt nichts, wenn das Spiel dahinter schlecht ist. Aber keine Angst, denn auch hier punktet NBA 2K11 auf ganzer Linie. Selten zuvor wurde der Basketballsport in Alternative so detailliert simuliert. Fast alle Bewegungen, Spielzüge oder Verteidigungsstellungen aus dem echten Leben lassen sich nachahmen. Dies ist auch bitter nötig, denn das Spiel ist kein Zuckerschlecken. Selbst auf dem niedrigsten der 4 Schwierigkeitsgrade treffen die Gegner extrem genau, stehen sicher in der Abwehr und haben auch die unangenehme Angewohnheit, oftmals noch einen freien Mitspieler zu finden. Das dürfte Einsteiger etwas abschrecken, Freunde des orangenen Balls werden hier aber ihr Basketball-Eldorado finden. Auch in Sachen Modi hat NBA 2K11 einiges zu bieten. Ihr könnt im Franchise-Modus Manager, Spieler und Trainer in Personalunion spielen, könnt euch euren eigenen Basketballer erstellen und in die NBA führen oder im Slam-Dunk-Modus teilnehmen. Im Bild seht ihr übrigens gerade, wie ich versuche, mit unserem deutschen Superstar Dirk Nowitzki den 3-Punkte-Wettbewerb zu gewinnen. So, wir bleiben in der Halle, begeben uns aber aufs kalte Eis mit NHL 11 von EA Sports. Und beginnen wollen wir auch gleich mit dem Match um den letztjährigen Stanley Cup zwischen den Chicago Blackhawks und den Philadelphia Flyers. Die Steuerung hat sich zur Vorjahresversion nur in Details geändert. Noch immer steuert ihr euren Spieler mit dem linken Analogstick. Mit dem rechten, dem sogenannten Skillstick, könnt ihr Schüsse ausführen. Für einen Schlagschuss müsst ihr zum Beispiel den Stick erst nach hinten und dann nach vorne bewegen. Für einen Deke, also ein Antäuschungsmanöver, wird der rechte Stick nach rechts oder links bewegt. Neu ist die Bully-Steuerung. Zuerst müsst ihr mit dem linken Stick den Körper des Spielers ausrichten und euch für einen Griff, also Vorhand oder Rückhand, entscheiden. Dies geschieht mit dem rechten Stick. Sobald der Schiri eine Bewegung macht, wird der rechte Stick nach vorne bewegt und dann sofort wieder nach hinten, um den Puck zu sichern. Auch das Passsystem wurde etwas modifiziert. Umso länger ihr die rechte Schultertaste gedrückt haltet, umso härter wird euer Pass. Dies macht die Puckabgabe noch einen Tick taktischer, denn entweder man spielt einen leichten Pass und riskiert dadurch, dass er nicht ankommt, oder man spielt ihn etwas fester. Dann kann es aber vorkommen, dass euer Mitspieler die Scheibe nicht unter Kontrolle bringen kann. Die Neuerungen beschränken sich bei NHL 11 jedoch nicht nur auf die Spielmechanik. Auch ein neuer Modus ist im Gepäck. FIFA-Spieler werden ihn schon kennen, den Ultimate Team Modus. Jeder Spieler bekommt hier zu Beginn einen Starterpack aus 25 Karten zugelost. Neue Karten könnt ihr durch sogenannte EA-Pucks erwerben. Diese virtuelle Währung erhaltet ihr durch gewonnene Spiele. Die Karten lassen sich jedoch auch durch echtes Geld im Shop erstehen. Es gibt aber nicht nur Spielerkarten, sondern auch welche für Vertragsverlängerung oder Trainingsarten. Nachdem das richtige Team gewählt ist, geht es raus aufs Eis, wo ihr eure Mannschaft on- wie offline an anderen Teams messen könnt. Und weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Hier seht ihr Matthias Steiners Gewichtheben. Naja, okay, nicht ganz. Dies ist eines von 6 Minispielen, die man in Madden 11 auswählen kann. Neben Gewichtheben steht unter anderem noch der 40-Yard-Dash oder die sogenannte Quarterback-Challenge zur Auswahl. Aber wen interessieren bei Madden schon die Minispiele? Also geht's gleich raus aufs Feld. Hier seht ihr das letztjährige Finale des Super Bowls zwischen den Indianapolis Colts und den Chicago Bears. Ähnlich wie in NHL 11 halten sich die spielerischen Neuerungen auch bei Madden stark in Grenzen. EA Sports will aber vor allem Football-Neulinge ansprechen, denn die prominenteste Neuerung nennt sich Gameflow und nimmt für euch die Wahl der richtigen Strategie für jeden Spielzug. Für Einsteiger ist dies sicher hilfreich. Football-Kenner dürften wohl eher selten von der Funktion Gebrauch machen, denn gerade die Wahl der zur Situation passenden Taktik macht einen großen Teil der Faszination American Football aus. Anhand dieses schönen Touchdowns von Dallas Clark lässt sich die zweite Neuerung erklären.
denn zumindest in den Standardeinstellungen gibt es keine Sprintfunktion mehr. Euer Spieler regelt automatisch die Geschwindigkeit. Dadurch wird es noch wichtiger, die richtige Route zu wählen und den Gegenspieler geschickt auszuweichen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Amis es einfach richtig gut verstehen, Atmosphäre zu erzeugen. Das trifft vor alle bisher gesehenen Spiele zu. Ich lasse euch einfach mal kurz alleine mit den Jubelszenen, nachdem ich die Indianapolis Colts durch dieses schöne Field Goal zum Super Bowl geführt habe, und melde mich dann wieder mit dem letzten Spiel. From backyard to high school to college and finally the NFL. Daydreaming about the chance to be at center stage after the final whistle, to raise the Lombardi Trophy, to call themselves Super Bowl champions. We can't quantify how much this victory means to these players, how much it means to this city, and how important it is to all these loyal fans that year in and year out give their passionate support. So many superstar players never made it to this pinnacle. For others, it defined their careers. But this win has created a bond between these players that can never be broken. Na, habt ihr auch schon eine Gänsehaut? So, aber jetzt weiter mit NBA Jam für die Wii. Wer sich vor circa 15 Jahren öfter mal in Spielhallen herumgetrieben hat, wird früher oder später sicher auch auf NBA Jam von Midway gestoßen sein. EA Sports bringt nun eine Neuauflage des Arcade-Klassikers auf den Markt, um an die alten Erfolge anzuknüpfen. Ihr merkt schon, NBA Jam hat mit Simulation genauso viel am Hut wie Michael Jordan mit Baseball. Da könnt ihr Dunks und Sprünge ausführen, die gegen jede physikalische Regel widersprechen. Auf Regeln pfeift das Spiel aber sowieso. Egal ob ihr einen Gegner umrempelt, den Ball zurück ins eigene Feld spielt oder zu lange in der Zone steht, geahndet wird nichts. Steuern kann man wahlweise mit B-Mode Nunchuck oder mit dem Classic Controller. Die Steuerung funktioniert zwar ordentlich, jedoch müsst ihr immer die gleiche Bewegung ausführen, egal ob ihr dunkt, springt oder blockt. Das wird auf Dauer ziemlich langweilig. Leider fehlt es insgesamt etwas an Abwechslung, denn die Spielmodi sind nicht sehr zahlreich. Da gibt es die klassische Kampagne, in der ihr gegen 36 verschiedene NBA- oder Geheimteams antreten müsst. In Bosskämpfen müsst ihr gegen eine NBA-Legende wie Larry Bird oder Magic Johnson bestehen, die alle ihre eigene Spezialbewegung haben. Herzstück ist aber die sogenannte Remix-Tour, in der ihr Gold, Silber oder Bronze-Trophäen sammeln müsst, um voranzukommen. Die erhaltet ihr, indem ihr Challenges besteht. In Remix 2 gegen 2 zum Beispiel könnt ihr auf dem Feld Power-Ups einsammeln, um die Gegner etwa auf Spielzeuggröße zu schrumpfen. So, das war's mit unserem kleinen US-Sport-Special. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Spielen und macht's gut. Kid from two-point range, no doubt about it.